Wir haben Freitag, den 26. August 2016. Die Bucht von Brienza hat schon viele Piraten gesehen, aber die hier, das ist unglaublich. Jetzt geht es um die Regatta, heute am 5. Kurstag. Da ist wirklich Action. Anke und Lukas, sie versuchen, die Kontrolle über die Piraten zu behalten. Da ziehen sie hin. Wenn dann alle gut vom Strand weggekommen sind, ja, da kann die Anke aufatmen. Ob die Stand-Up-Paddler im Hintergrund wissen, wie gefährlich sie im Moment leben. Und jetzt müssen Anke und Lukas nur schauen, dass sie auch schnell genug hinter ihrer Flotte herkommen. Alle möchten natürlich bei dem Traumwetter raus aufs Wasser. Und das freut natürlich den Mario, wenn er die Scheine so hingelegt bekommt. Die Surfer, die haben sich nun auch anstecken lassen hier bei Matthias von den kleinen Katamaranseglern, von unseren Piraten. Und die wollen jetzt auch einen Le Mans-Start hinlegen. Auf die Plätze! Fertig! Los geht's! Wow! Da ist doch Action. Wenn der Wind schon nicht so stark ist, dann müssen wir ja so ein bisschen Action reinbringen, genau. Jawohl, anlufen, kräftig abfallen, nicht reinfallen. Gib Gas, hau den Motor an, den ich dir drunter geschraubt habe. Wie man sieht, die Surfer schon jetzt hier am 5. Tag haben sie's drauf. Da kann man harte Seite-an-Seite-Kämpfe beobachten. Dazwischen noch die Stand-Up-Paddler. Wow, 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 geht das gut. Aber wie man sieht, die Surfer sind ganz gelassen. Lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wenn es dann so läuft, ja, da schlägt das Herz höher. Da freut man sich, das sind Erfolgserlebnisse. Und an erster Position die Astrid. Da hat man den Wind wirklich in den Händen. Tja, und dann muss man auch noch die Ausweichregeln zwischen Surfern und Segelbooten beachten. Das ist ja auch gemütlich. Hier auf der Kreuz heißt das immer wieder wenden. Danach erneut an den Wind gehen, versuchen Höhe zu laufen. Hier bei den Surfern, wie gesagt, geht es darum, die Carlos, also das Segelboot im Hintergrund, zu umrunden. Da sehen wir die grüne Galeon. Wow, das sieht etwas gefährlich aus. Aber jetzt am 5. Schultag bei den Surfern, da hat man es im Griff und weiß, man müsste jetzt wenden oder hinten herum. Weiter draußen, da liegt der Regattakurs. Hier sozusagen die Startlinie zwischen der gelben und der blauen Flagge. Und man muss nun die Zeit genau abpassen. Da werden die letzten Sekunden von der Regattaleitung ausgezählt. Die Schiffe nähern sich der Startlinie. Wie man sieht, das Feld ist dicht zusammen und startfrei. Und da werden die Schoten dicht geholt. Wunderbar. Und Seite an Seite, um jeden Zentimeter wird gekämpft. Und nun geht es Richtung der Wendemarke. Da sehen wir das Führungsboot, wie es klar die Tonne umrundet. Aber wie gesagt, die Konkurrenz schläft nicht. Hier ist man schon in Hochstimmung, nämlich man ist weit vor dem Feld. Das Sicherungsboot mit dem Lukas und der Anke immer dabei. Die feuern die Teams auch an. Das hat man drauf mit der Wende. Manchmal geht's eng her. Gerade noch geschafft.
Boah, man hört sich die Kommandos an. Ist das nicht fantastisch? Und immer wenn eine Wettfahrt zu Ende, dann steht die nächste schon an. Ja, der Jubel ist groß. Wunderbar, man hat die Ziellinie erreicht. Und nach dem harten Kampf der Regatta zum Schluss noch etwas Entspannungssegeln. Die kleine Entenfahrt, das bringt die Gemüter wieder, ja, zur Ruhe. Ja, hört ihr das? Ja, hört ihr. Entspannung und Wasserspaß pur. Und wie nun der Kampf um die einzelnen Plätze ausgegangen ist, das wird uns jetzt die hohe Regattaleitung, Anke und der Lukas, die werden das uns jetzt erzählen. Manchmal nicht.